Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Yu-Gi-Oh! 3. Ja, heute mal ein Spezialduell, denn der YouTube-User Swobby Hobby, der hat mich so herausgefordert zu einem Live-Duell und quasi das als Let's Play für euch auch aufzunehmen. Danach gibt es noch eine kleine Überraschung. Was es sein wird, werdet ihr im Anschluss des Duells sehen. Es können einige Parts mehr sein. So, bisher haben wir halt so Einzelduelle gesehen. Und nun kommt mal ein Match. Das ist eigentlich das normalerweise reguläre Duell-Zyklus, kann man sagen. So, wenn ihr ein Duell sichtbar für andere Spieler kreieren wollt, macht ihr folgendes: Duell erstellen. Hier könnt ihr auswählen Einzelmodus oder Matchmodus. Und ja, ob der Gegner aufgeben kann oder nicht. Wir machen mal ja. Dann könnt ihr auswählen, wie die Stufe sein soll vom Gegner. Ob es nun jeder ist, stark, sehr stark, ungefähr gleich. Da könnt ihr halt selbst aussuchen, wie ihr das gerne haben möchtet. Limit des Gegners, Passwort, bla bla. Ja. Sagen wir mal so, wir machen es mit Passwort. Und zwar nennen wir das einfach ganz klar. Na? So. Zusehen ist erlaubt. Sprache machen wir mal jeder. Und bestätigen das Ganze. Dann gebe ich dem Kollegen, mit dem ich gleich duellieren werde, die Passwortdaten. So, und nun warten wir drauf, dass wir von ihm quasi in unserem Duell herausgefordert werden, den wir gerade gestartet haben. Und ja, dann werdet ihr das Duell live miterleben. Bin gespannt, wie es sein wird. Und hier ist auch schon die Duellanfrage. Match-Duell. Beginnen wir mal. Und ja, ich nehme das Ausrüstungsdeck. Es hat uns ja sehr gute Dienste erwiesen bisher. Und ja. Dann beginnen wir einfach mal. Ich gehe hier mal auf den Gegner-Chat, wähle hier eine Karte aus. Und dann, ja, wird halt wie immer beim normalen Spiel halt die Karte erstmal ausgewählt. Und wer eben beginnt. So. Irgendwie verhätte ich mich gerade eben mit dem Headset. Und ja, Levelunterschied. 2 zu 3. Also er ist Level 3, ich bin Level 2. Wie man Level aufsteigt, habe ich euch in vorherigen Parts erklärt. Das ist, ja, man kann durch Siege oder auch Loses aufsteigen. Und ja, meine Lieblingskarte rechts, die Satellite Cannon. Und ja, ja, dann beginnen wir es einfach. Und ja. So, eine verdeckte Karte und ein verdecktes Monster. Was machen wir da? Wir schreiben kurz im Chat. Gut, so.
Was haben wir? Erstmal meine Standard-Kombo, diese. Da ich ja Lichtmuster habe, empfiehlt sich das dann auch. So. Ja, wunderbar. Soll ich dir schon mal beschwören? Nee, tue ich noch nicht. 1700, 1500, ja. Ja, des Weiteren, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise ich auch gerade sehe, werden gewisse Wörter, die eigentlich noch nicht mal schlimm sind, zum Beispiel Passwort, die werden einfach mal so frech vom Spiel ja, zensiert. Und somit macht es extrem schwer, Wörter, die noch nicht mal zensierungspflichtig sind, ja, die zu verstehen, was man dann so sagt. Und ja, des Weiteren hat er hier gerade eine nette Combo gespielt mit den Menschenfresser-Insekt und damit hat er meine Monsterkarte vernichtet. Ja, aber trotz allem wird der Effekt von meiner Karte noch aktiviert. Wir beschwören das im Angriffsmodus. Kriegen natürlich noch einen Angriffsbonus dazu und sind auch nochmal in der Battle-Phase. Ja, mal gucken, ob er noch was zu bieten hat. Nein. 2000 Schaden. Jo, so, was machen wir denn jetzt? Wir beenden den Zug, ja, genau. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich sag mal so, Prost mit ISO. Leckeres Zeug. Ist immer so beim Let's Playen sehr angenehm, so was Kühles dabei zu haben. Ach, Ikipio Dragmord, ich hasse den Kartennamen immer noch. So, da die Karte nicht opferbar ist, kann ich die also nicht beschwören. Daher schmeiße die Raketenkrieger, der übrigens einen Schreibfehler hat, denn es wird nicht mehr CK geschrieben. Nur so mal eine Information an den Entwickler. So. Das heißt, so ein Monster haben wir jeweils 2000 Angriff. Ich schmeiß nochmal einen Angriff rein. Am besten mit dem hier, da der sowieso keinen Schaden reinkriegt, wenn er selbst angreift. Durch seinen Effekt. Bin ich mit da fast auf der sicheren Seite, wenn er nicht diese Karte hätte. Ich ahne, was für ein Deck das ist. Ja, erstmal, ja, macht den Effekt, der mir es gerade eh nichts bringt. Weil du sowieso keinen Schaden hättest einstecken müssen. Und, ja. Das waren meine, ich würde sagen, besten Karten. So wie Schwertjäger oder nochmal hier zum Zeigen. Satellitenkanone, Ikipio Dragmord, Schwertjäger, Spalt, ja. Besonders um diese Karte traue ich, aber naja, es gibt ja Mittel und Wege, um die zurückzuholen. Soll man nicht unterschätzen. Die greifen erstmal eine Runde an. So. Ja, wir haben schon mal die Hälfte der Lebensenergie abgezogen. Ja, ich möchte dann noch ein paar meiner neuen Karten legen. Zum einen die einstecken und austeilen. Ja, warm werden wir alle. Ja. So, gucken wir mal schauen oder schauen wir mal gucken, was dann jetzt noch so auf uns zukommt. Smash and Ground, ja.
oder auch zu Deutsch aufschlagen. Ouch. Ja. Aber naja, eine Karte unter vielen. Zauber- oder Fallenkarte. Joa, okay. Kann er ruhig machen, denn er wird gleich sehen, dass es dieser Zug nicht wirklich was gebracht hat. Da ich nämlich diese Karte hier nochmal habe. Ja. Wähle eine verdeckte Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Danach wähle eine Karte aus der Hand und wirf sie auf den Friedhof ab. Okay. Blitzgewitter des finsteren Wild. Ja, meinetwegen. Ja, pff, was ist denn nun? Jeder Spieler zieht eine Karte, dann wirft jeder Spieler eine Karte ab. Okay. Geschäfte mit der finsteren Welt. Ah, was ist denn los, Alter? So, welche wähle ich denn ab? Die. Ich hab dann doch lieber diese Karte. Auch wegen dem Effekt. Was, wow, okay. Schattpriesterin von oben. Okay. Na gut, Raketenkrieger. Tschüssi. Allerdings. Ist nicht schlimm, wenn ich komme gleich. Mit einem netten Gegenzug. Ach, 200 Punkte. Was sind schon 200 Punkte? Naja. Man soll ja nicht bei Regen einkaufen gehen. Ist nicht gut. So. Erst einmal. Na, möchte ich gerne die wieder beschwören? Beschwören. Aktivieren, nicht beschwören. Beschwören tue ich gleich. So. Soll ich? Ja. Erstmal die X-Kopfkanone. Dann. Ja, greife ich damit an. Ja. Denn ich möchte mein Monster doch nicht opfern. Das. Nee. Möchte ich dann doch nicht. Nein, ich möchte mein Monster nicht opfern. Ich möchte Damage machen. Möchte richtig Bam, richtig Schaden, richtig was reindrücken. Ja. So, 600. Und. Zu beenden. So, 7800 zu 2900. Noch ist keine Entscheidung gefallen. Wir können jetzt direkt einen Frontalangriff tun. Ja. So, aber ich habe was Gutes gezogen und das wird er auch spüren. Na? Das sind 2300 Angriff. Langsam gehen mir diese Animationen auf den Keks. Ich glaube, ich werde sie demnächst irgendwann aufstellen. Und somit haben wir die erste Runde gewonnen. Ja. Ist halt das Ausrüstungsdeck. Also. Leute, 10 Duellpunkte. Ausrüstungsdeck. Solltet ihr als erstes kaufen. Ihr seht, es läuft gut. Super Match.
Im schlimmsten Fall 3 Duelle. Während man da halt zweimal siegen muss, begleicht dann halt dann noch eine dritte Runde. So. Beim Match hat man halt Müdigkeit innerhalb von 3 Minuten. Hier nochmal Deck umzuändern. Wenn man jetzt hier noch ein Side-Deck zum Beispiel hat, kann man hier so Karten austauschen.